Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade mal 8 Wochen, ich habe es jetzt nicht so genau nachgerechnet wie die Kollegin Mast, ist der Mindestlohn in Kraft und schon haben wir einen Antrag von Ihnen, Kollegen der Fraktion Die Linke, einen Antrag, der allen Arbeitgebern in unserem Land per se unterstellt, Lücken zu suchen, um den Mindestlohn umgehen zu wollen. Sie stellen damit jeden Arbeitgeber unter Generalverdacht. Und gegen solche Äußerungen verwahre ich mich auch im Namen unserer vielen familiengeführten mittelständischen Unternehmer- und Handwerksbetriebe aufs Schärfste. Das Mindestlohngesetz verstehe ich wie jedes Gesetz, was hier verabschiedet wird, als ein lernendes System, bei welchem man, wo die Praxis es erfordert, auch nachbessert. Und wenn das Mindestlohngesetz mit seinen Dokumentationspflichten in der Praxis nachweislich Hemmnisse aufwirft, dann sind wir doch als Fachpolitiker gefordert, diesem Abhilfe zu schaffen. Und nichts anderes ist im Bereich Sport, Ehrenamt geschehen. Und deshalb empfinde ich die in Ihrem Antrag gemachten Aussagen, wo Sie von Verwerfungen im Ehrenamt sprechen, als unverschämt und wirklichkeitsfremde Unterstellung. Sie diskreditieren damit jeden, der freiwillig bereit ist, für unsere Gesellschaft unentgeltlich sich einzubringen und damit für unsere Gemeinschaft etwas zu leisten. Sie unterstellen diesen Menschen, eine ehrenamtliche Tätigkeit aufzunehmen, so ist es doch formuliert in Ihrem Antrag, bloß damit der Arbeitgeber seinen Reibach machen kann und sich den Mindestlohn spart. Was ist das denn für eine abstruse Aussage? Ich finde das einfach empörend. Und ich kann auch nur sagen, die vielen Ehrenamtlichen in unserem Land, ob im Sport oder im kulturellen Bereich und auch in den vielen verschiedenen sozialen Hilfsorganisationen, wissen jetzt, wie Sie, die Fraktion Die Linke, über das Ehrenamt und über ehrenamtliches Engagement denkt. Allein die Begriffe Missbrauch und Ehrenamt in einem Atemzug zu nennen, ist ein Schlag in das Gesicht der vielen ehrenamtlich Tätigen, die zum Kitt in unserer Gesellschaft beitragen. Ich finde, so eine Aussage gehört sich einfach nicht. Und weiter zu Ihrer Aussage, Herr Ernst, Bürokratiedebatte ist Sabotage am Mindestlohn. Auch wenn Sie das jetzt nicht hören wollen, wir in der CDU werden im Interesse der Betroffenen diese Debatte führen. Das gehört zu unserem demokratischen Verständnis. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst zulassen oder mögen Sie weitersprechen? Ich möchte gerne weitersprechen. Ja, hören Sie sich doch erstmal an, was ich zu sagen habe. Ich habe Ihnen ja auch zugehört. Mein Fraktionsvorsitzender sagt immer treffend, Politik beginnt immer mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, die sieht nämlich so aus. Ich habe keinen einzigen Brief und keine einzige E-Mail von Unternehmern aus dem Mittelstand, aus meinem Wahlkreis bekommen, in dem sich über die Zahlung des Mindestlohns beschwert wurde, sondern es ging immer um die damit verbundenen Dokumentationspflichten und Aufbewahrungspflichten. Und man ist bemüht, diesen beizukommen und die Pflicht zu erfüllen, denn Mittelständler kennen eigentlich keine Probleme, sondern Mittelständler sprechen immer von Herausforderungen. Aber es ist doch auch wohl unsere Aufgabe, auf die Verhältnismäßigkeit zu achten und dass wir da nicht zu viel Bürokratie aufbauen. Und was in den Schreiben und in den Anfragen auch immer wieder deutlich wurde, es besteht noch Rechtsunsicherheit bei den Arbeitgebern oder auch bei Auftraggebern. Und hierauf müssen wir eingehen. Es ist unsere Aufgabe, Antworten auf immer wiederkehrende Fragen für die Anwendung des Gesetzes zu geben. Und die Kollegin Mast hat es ja gesagt, es gibt auch auf der Seite des BMAS Mindestlohnfragen und Antworten. Diese Seite wird ständig aktualisiert, sie ist in einer verständlichen Sprache und die wird auch in Anspruch genommen.
Und dies alles macht doch deutlich, dass diese Fragen wahrlich nichts damit zu tun haben, dass der Mindestlohn nicht gezahlt werden soll. Und deshalb ist auch Ihre immer wiederkehrende Aussage, Unternehmer unter Generalverdacht der Verwerfung zu stellen, nicht haltbar. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat, wo Recht und Gesetz gelten. Und einzelne schwarze Schafe in gewissen Branchen sind in der Vergangenheit und werden auch in der Zukunft identifiziert. Oder was glauben Sie, hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll in den letzten Jahren getan? Und wie bei jedem Gesetz, wenn es Verstöße gibt, hat man die Möglichkeit, diese auch zu melden in unserem Rechtsstaat. Und es wird geahndet mit Auflagen oder Strafen. Und die Mindestlohn-Hotline hat die Kollegin Mast schon angesprochen, die zentrale Stelle. Ja, beim Zoll gibt es diese Auskunftsstelle auch. Sie werden in Anspruch genommen. Aber wir müssen auch schauen, wenn es Lücken geben sollte, dass wir diese identifizieren und verhältnismäßig schließen. Und deshalb ist unser Weg in dieser Diskussion, eine Bestandsaufnahme aller Probleme bei den Mindestlohnregelungen zu erstellen, diese zu bewerten und festzuhalten, an welchen Stellen es möglicherweise noch Nachbesserungsbedarf gibt. Und hier werden selbstverständlich auch die gewonnenen Erkenntnisse der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll einfließen. Aber wir haben jetzt März, es ist der erste Prüfmonat. Ein bisschen Zeit braucht man schon, bis man sieht, wie das Gesetz auch wirkt. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe als gewählte Volksvertreter, die Anliegen der Bürger aus den Bereichen des Lebens aufzunehmen, die mit dem Mindestlohngesetz zu tun haben. So erledigen wir in unserer Fraktion als gewählte Volksvertreter konstruktiv politische Arbeit und nicht mit pauschalen Generalverdächtigungen. Und deshalb lehnen wir Ihren Antrag heute ab. Zu einer Kurzintervention erteile ich dem Abgeordneten Klaus Ernst das Wort.